So, ja, bevor ich zum Thema Channeling komme, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich denke, viele von uns werden in den letzten Jahren diese Channelings gelesen haben oder gehört haben, vom Ashtar-Kommando, von irgendwelchen Jesus-Engel-Kram. Licht und Liebe und bla 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 und wir sind gekommen, wir werden euch retten und naja. So, was mir dabei auffiel von diesen, bei diesen Botschaften, war, dass es eigentlich sich seit Jahren wiederholte und es lief eigentlich nur darauf hinaus: Hab Geduld, hab Geduld, hab Geduld. Wir retten euch. Wir kommen und wir retten die Menschheit. Und das war in meinen Augen eigentlich ein permanentes Vertrösten, Verarschen und Hinhalten. Also seid ruhig, seid friedlich, wir retten euch und ihr braucht nichts tun. Und ich war aber auch suchend, nicht nur nach der Wahrheit, sondern ja, nach Informationen und nach Fortschritt und was dahinter steckt und so weiter. Ich bin dann fündig geworden bei einem Kanal hier bei YouTube, beim Freiheitssammler. Der hat unheimlich viele Videos. Also Channelings vom Liebetröpfchen. Und da wird so einiges erzählt, was nach dem Tod abläuft und wie die Schöpfung aufgebaut ist und so weiter. Also ich kann dafür meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es ist, war für mich stimmig. Also es hat mit dem, was ich mir immer schon gedacht habe und was ich immer schon irgendwie in meiner Vorstellung hatte, hat es ziemlich übereingestimmt. Also ich konnte es annehmen. Und es hat mir sehr viel erklärt, auch von Erscheinungen und Abläufen und so weiter. Es hat viel erklärt. Also es war, ich sag mal so, es war ein Stück auf meinem Weg. Es ist immer noch stimmig. Und wenn ich mal ein bisschen Orientierung verliere, dann gehe ich in den Kanal und höre mir wieder ein Video an, weil es unheimlich liebevoll ist und sehr aufbauend und deine Gedanken wieder zurechtrückt. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der auf der Suche ist. Es ist jetzt nicht die Anleitung, wie du leben sollst oder wie du denken sollst oder die ultimative Wahrheit, kann man sowieso nicht sagen. Aber es ist für mich persönlich, es ist sehr aufbauend. Und ja, diese Vorstellung habe ich halt auch, was nach dem Tod abläuft und wie das Universum aufgebaut ist. Natürlich, wie soll ich sagen, da ist auch viel Schmarrn dabei. Es ist so schwer. Aber es war ein Stück auf meinem Weg, da an diesem Kanal nicht vorbeizukommen, also mir das reinzuziehen. Das sind immer so kleine Puzzleteilchen. Man erkennt was oder man erlebt was und dann kriegt man wieder da ein Video zu sehen oder da Informationen. Und diese ganzen kleinen Puzzleteilchen setzen sich ja letztendlich zu irgendwas Großem zusammen. Und die Liebetröpfchen waren einige kleine Puzzleteilchen, die wieder andere verbunden haben. So sehe ich das heute.
zum Channeling ganz allgemein möchte ich mal Folgendes sagen. Das ist, als ob du einen Anruf bekommst per Telefon, die Rufnummer ist unterdrückt und du kriegst irgendwelche Informationen von einer Stimme, die du nicht kennst. Woher willst du wissen, wer der Anrufer ist? Und wenn du eine Verbindung in die geistige Welt hast oder aus der geistigen Welt, kannst du nicht wissen, wer am anderen Ende zu dir spricht. Kannst du überhaupt nicht wissen. Und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass derjenige jetzt sagt, ja, ich bin Satan persönlich oder ich bin eine Seele, die deinen Körper besetzen will oder ich sauge dir gerade deine Energie ab oder ich verarsche dich gerade oder ich bin Außerirdischer und ich habe hier das und das zu tun oder das kannst du alles voll vergessen, du weißt gar nichts. Du weißt gar nichts. Du hast eine Verbindung zur geistigen Welt und irgendein Wesen erzählt dir irgendeinen Scheiß. Das kann Jesus persönlich sein, das kann auch Satan persönlich sein. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Und die meisten, die irgendwas von Jesus oder von Gott oder Mutter Maria channeln, das spreche ich denen ab. Das glaube ich denen nicht. Da läuft irgendwas hier oben ab und die schreiben das mit, alles gut, aber das ist Matrix, das wird denen eingeflüstert. Woher willst du wissen, ob irgendeine Entität dir diese Gedanken eingibt oder ob du wirklich eine Verbindung hast zu irgendeinem Wesen in irgendeiner anderen Dimension? Ja? Und wenn mir ein Chesime erscheinen kann, den ich sehe und hören kann, warum kann das dann nicht eine Mutter Maria mitten im Raum stehen, wenn sie doch viel mächtiger ist? Warum kommt die dann durch irgendwelche Gedanken und derjenige schreibt es auf oder schreibt es nur auf? Das ist Matrix. Und zu dem Punkt Matrix mit Channeling und so weiter, da müssen wir dann mal bei dem Thema die Wingmakers richtig drüber reden, weil das ist nämlich noch eine Theorie vom Universum, von unserem Sein, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die eigentlich alles wunderbar zusammenfasst, was hier abgeht. Unsere ganze Programmierung. Also Channeling habe ich erlebt mit Christoph, seinem Hausgeist. Und da wirst du eigentlich von einer Entität besetzt, die dir die Gedanken eingibt, die du dann mitschreibst. Aber in dem Fall wusste ich, wer es ist, und wenn ich jetzt irgendeinen Text schreibe oder eine Verbindung habe und maße mir an zu sagen, das hat mir Mutter Maria persönlich eingegeben, ich persönlich denke, das ist der vollkommene Bullshit, weil du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du nimmst es an, du denkst es, aber diese Gedanken sind nicht deine eigenen, die sind dir von außen eingegeben. So, und wen du da an einer Telefonleitung hast, kannst du gar nicht wissen. Kannst du nicht wissen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Wesenheit, die dich gerade besetzt, ehrlich ist. Dass die dir sagt, ja, ich bin der und der. Vergiss es. Und wenn du dir die Nachrichten anguckst, das sind immer dieselben säuselnden lieben Nachrichten, die dich einfach nur hinhalten und vertrösten und irgendeinen Scheiß erzählen. Wir kommen und wir retten dich. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Die Menschheit steht davor, den nächsten Schritt zu tun, sich zu entwickeln. Und das kann sie nur selbst. Das kann sie nur selbst. Und das kann sie nur durch jeden Einzelnen. Indem jeder Einzelne
anfängt, in der Liebe zu leben. Die Liebe ist die größte Macht. Die Liebe ist der Atem des Universums. Und das ist die größte Energie, die wir haben. Und wenn wir das nicht erkennen, sind wir verloren. Verloren. Und wenn wir permanent im Kampf sind mit anderen, mit sogenannten dunklen Mächten, dann wissen wir nicht, was Liebe ist. Wir sind mit allem verbunden. Und ob mir das gefällt oder nicht, liebe alles, was ist. Und wenn wir über die Polarität hinausgehen wollen, wenn wir in die nächste Dimension gehen wollen, müssen wir die Polarität Gut und Böse, Schwarz-Weiß überwinden. Und das kann ich nur überwinden mit Liebe. Und das kann ich nur, das gibt mal noch einen Beitrag zum Thomas Veit, hab den Tag ein Video von ihm gehört, wo er sich da über Dimensionen auslässt und ganz klug redet und dabei den größten Bullshit erzählt, weil er sich permanent widerspricht. Hat er wahrscheinlich selber noch nicht so gescheckt, aber egal jetzt. Zum Thema Channeling, also fallt auf diesen Schwachsinn nicht rein. Ich glaube schon, dass es Außerirdische gibt. Es ist vermessen zu denken und zu behaupten, wir sind die Einzigen. Wir sind auch nicht die Krönung der Schöpfung. Aber zum Channeln gehört ja dieser Anschluss. Also wenn ich jetzt jemanden anrufe, brauche ich eine Verbindung. Und diese Verbindung kriege ich ja nur, wenn ich auf der gleichen Frequenz bin. Ne? Von der Energie, von der Schwingung. Und jetzt überleg mal die Wahrscheinlichkeit, dass du die gleiche Frequenz hast wie irgendein Außerirdischer oder irgendeiner, der von wie viel tausend Milliarden Lichtjahre entfernt seinen Heimatplaneten hat und so weiter. Und, oder dass Gott persönlich dir irgendwas vorgibt. Das ist Matrix. Die pflanzen dir was in dein Hirn. Die geben dir Gedanken vor und du spulst das ab und du funktionierst doch einfach nur. Du funktionierst und du springst nur auf solche Themen an und wenn du dir den Text durchliest, weißt du schon, was das für ein Bullshit ist. Ja, also Channeling, seid da mal ein bisschen vorsichtig. Immer kritisch hinterfragen. Was anderes war es, also der Christoph lebte in Estland mit der Anni zusammen und erzählte mir in einem Gespräch, dass da irgendwer im Haus rumpoltert und dass da ein Geist ist. So. Und dass er vermutet, dass es der Erbauer des Hauses ist. So. Okay, ja. So, und dann zeigte er mir eines Abends ein Foto von dem Mann. Ich konnte gar nicht so schnell denken oder gucken, wie dieses Wesen von mir Besitz ergriff. Der hat mir Bilder gezeigt, die sich abspielten in der Familiengeschichte. Die habe ich Christoph geschrieben. Ich habe ihm alles geschrieben, was ich gerade sehe. Ich war blitzartig mit diesem Wesen verbunden und habe alles aufgeschrieben, was er mir gesagt hat, was ich gesehen habe, was ich gehört habe. Das war der Wahnsinn. Ich konnte gar nicht so schnell schreiben. Ich habe Szenen gesehen in der Kindheit von Anni. Ich habe Szenen gesehen in dem Haus. Die Intention von diesem Mann, warum der da keine Ruhe findet, war einfach, dass er das Haus gebaut hat für die Liebe seines Lebens und er wollte, dass in dieses Haus Liebe einzieht. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Verbindung hatte, alles andere als Liebe und Freiheit und Lachen und Glück war, sondern dass das Haus eigentlich Christophs Freundin verschlungen hat und sie wie so eine lebendige Gefangene in dem Haus. Also sie wollte alle an sich ketten und hat keinen mehr Luft zum Leben gelassen und hat da quasi in diesem Haus, sie hat sich, also da war nicht viel mit Liebe. Und sie hat sich da praktisch eingeigelt.
selbst festgekettet. Ja. Und das hat dem Ahnen da nicht gefallen und dann hat er halt protestiert und hat da halt rumgeklopft und hat da seine Show abgezogen. Ne? Ja, und das hatte ich ihm alles geschrieben und die Anni saß daneben, hat das mitgelesen und die war ziemlich schockiert und beeindruckt, woher ich das weiß. Und das war diese Verbindung mit diesem Wesen. Und da habe ich dann das erste Mal erlebt, wie eine Entität von dir Besitz ergreift und dir ihre Gedanken und ihre Gefühle vermittelt. Wie das durch dich durchströmt. Und ich konnte gar nicht mehr aufhören mit Schreiben. Also ich habe während der ganzen Session überhaupt nicht gedacht, sondern ich war wie unter Strom von dieser Wesenheit, die mir das alles, die das durch mich durchschickte und ich habe nur geschrieben. Aber da, wie gesagt, hatte ich das Bild und hatte den Kontakt und wusste, das ist dieser Typ. Ja? Und da konnte ich dann auch die Bremse ziehen und konnte dann auch diese Session beenden. Also es war beeindruckend, es war ein Erlebnis, hatte ich vorher noch nicht. Eine Erfahrung. Aber wenn ich jetzt eine Verbindung zu irgendwas im Raum aufnehme und mir dann einbilde, es ist Jesus Christus oder es ist dieser oder jener oder Gott persönlich gibt mir jetzt oder ich habe jetzt Kontakt zum Ashtar-Kommando oder ich habe jetzt Kontakt zu den außerirdischen XY und der rettet uns jetzt und so. Also das möchte ich absprechen, dass das ist Matrix. Das wird dir eingegeben von draußen. Da wirst du manipuliert und da wirst du spreche ich ab. Glaube ich nicht. Ja, soweit zum Channeling. Mal noch einen kleinen Abstecher Richtung Außerirdische. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Ist mir eigentlich auch wurscht. Ich habe das erste Mal ein UFO, anders kann man es nicht bezeichnen, gesehen. Das war 1994 oder so. Und zwar hat sich das so abgespielt. Wir hatten damals ein Haus gemietet in der Nähe, also zwischen Magdeburg und Burg. Und oben unterm Dach war von meinem Sohn das Kinderzimmer und eines Abends rief der mich und wir standen dann oben an diesem Klappfenster und schauten in den Himmel. Und am Himmel war ein Riesenlicht, also als ob du eine Straßenleuchte, eine Straßenlaterne in den Himmel verschiebst, also so groß und hell. Und das hing da oben, also richtig riesengroß, richtig wahnsinnshell, wie so ein Suchscheinwerfer. Aber du hörtest kein Geräusch, kein Hubschrauber, kein Nichts. Das hing da einfach. So, und wir haben das beobachtet und haben uns überlegt, was ist das denn? Das kann doch nicht sein. Und Fenster aufgemacht und gehorcht, kein Hubschrauber, keine Geräusche, keine Motorengeräusche, nichts, gar nichts. Und das bewegte sich auch nicht. Das waren bestimmt 15 bis 20 Minuten, die wir da standen. Und plötzlich, jumm, Richtung Wald und weg. Aber so schnell, ohne Geräusch, ohne irgendwas. Und da haben wir uns gesagt, also das ist mit unserer Technik nicht zu erklären. Das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, das ist nicht irdisch und das ist nicht menschengemacht. Das war das erste Mal. Das muss ich überlegen. Das zweite Mal war schon hier in Spanien. Das war ein wahnsinns beeindruckendes Erlebnis, wobei ich heute nicht sagen kann, waren das jetzt Außerirdische, war das jetzt irgendeine bestimmte Energie oder Wesenheit. Ich
weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ich kann euch nur erzählen, was ich erlebt habe. Ich bin immer gern nachts rausgegangen und habe Fotos von Sternen gemacht oder von irgendwas. Und ich glaube, das war vor 3, 4 Jahren. Ich glaube, vor 4 Jahren. Anfang des Jahres, aber irgendwie Januar, Februar, bin ich nachts 2, 2:30 bin ich raus in den Garten und habe Sterne geguckt. Und sehe da eine Konstellation von 6, 7 Sternen, ich habe es danach auch aufgemalt, die der Reihe nach blinken, also die sich bewegen und der Reihe nach blinken. Und ich war so fasziniert, weil die sich so bewegt haben und so geblinkt haben. Also nicht, dass du hochguckst und sagst, oh, die Sterne blinken, das ist aber schön, oder irgendein Sternschnupp oder sowas, nix. Das war, als ob du eine Maschine an den Himmel projizierst, die mit irgendeiner Leuchtdiode oder so. Also der Reihe nach siehst du diese Lichter. Also ich beobachte das da und bin völlig fasziniert und gucke hoch und so. Und auf einmal, wirklich auf einmal, werde ich überschüttet mit einem Wassereimer voll Liebe, aber sowas. Das habe ich nur dieses eine Mal erlebt. Als ob jemand über dich einen Eimer voll Liebe auskippt, aber so hammermäßig, das geht durch dich durch. Ich stand da, ich habe gezittert, ich habe geheult, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Diese Liebe zu spüren, das war... Ich kann es nicht beschreiben. Das war ein einmaliges Erlebnis. Ich habe gezittert am ganzen Leib. Mir kamen die Tränen. Und das war, als ob du hattest solche Sehnsucht dahin. Solche Sehnsucht. Das war, als ob ein Zug vorbeifährt und da sitzt deine Mutter drin oder dein Kind oder was auch immer und du willst da unbedingt hin. Du hast so eine Wahnsinnssehnsucht dahin und du spürst diese Liebe von diesem Wesen in diesem Zug oder in diesem Auto oder was auch immer und du willst da hin und du hast diese Sehnsucht und du spürst so eine geballte Liebe, sowas. Ich habe das nie wieder erlebt, nie wieder. Das war der Hammer. Das war der Hammer. Ich habe das damals sofort meinem Freund Alfred erzählt und der hatte da noch nicht solche Erlebnisse, aber später kam das dann auch. Es war einfach ein absolut einmaliges Erlebnis, wie ein richtiger Kübel voll Liebe über dich ausgeschüttet wird und durch dich durchgeht und dein ganzes Wesen erfasst. Und du hast diese Sehnsucht und das ist so der Hammer, wirklich so der Hammer. Du kannst davon gar nicht genug kriegen, du willst dahin, das ist alles, was du willst. Du willst dahin. Das ist das, was du willst. Das war krass. Das war krass. Ich kann dir bis heute nicht sagen, was das war. Waren das jetzt wirklich UFOs? Waren das jetzt irgendwelche Planeten oder Energien? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe und es war krass, einfach krass. Vorher nie erlebt, danach nie erlebt. Aber ich kann es mir jederzeit ins Gedächtnis zurückrufen.
Und das mache ich auch öfter, damit diese Erinnerung nicht verblasst, weil das so wahnsinnig beeindruckend und toll war. Und einfach ein schönes Gefühl ist, wenn du daran zurückdenkst und wenn du versuchst, da dieses Gefühl wieder zu erwecken. Das ist einfach, da kann ich sagen, wir sind geliebt, wir waren schon immer geliebt, wir sind geliebte Kinder Gottes. In der Nacht wurde mir das klar und mir wurde es gezeigt, wie sehr wir geliebt werden. Wie sehr wir geliebt werden. Ja, dann 2 Jahre später, also wann war die Pony da? Ich glaube, das war, wir haben 17, ich glaube, die waren 2000, waren die 2014 da oder 2015, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also Freundin war hier zu Besuch mit Kindern und Mann und so. Und wir stehen so zum, ja, es war noch nicht abends, es war noch nicht dunkel, vielleicht war es um 7:30 oder so, keine Ahnung. Wir stehen hier am Poolrand und ich gucke hoch in den Himmel und da sind 3 Lichter, die blinken. Und ich gucke hoch und sage, Conny, guck mal. Und sie guckt auch hoch und sieht das und sagt so völlig unberührt, du wirst beobachtet. Und wir gucken da alle beide hoch und die blinken immer noch. Und auf einmal, zack, weg. Kein Geräusch, kein Hubschrauber, kein Flieger. Weg. Jo, das war so... glaube die letzte Sichtung zwischendurch, wenn ich mit den Hunden aufs Feld gegangen bin, ich habe immer gerne in die Sterne geguckt, da hast du dann auch mal was gesehen, sage ich mal, dass ein Licht am Himmel ist, ein paar Mal blinkt und dann zack, mit rasender Affengeschwindigkeit über den halben Kosmos schießt. Nein, keine Sternschnuppe, sondern die sich praktisch zielgerichtet in eine bestimmte Richtung bewegen und dann aber richtig mit affenartiger Geschwindigkeit weg sind. Ja, was auch immer, ob eine Hanebu oder ein UFO oder ein Außerirdischer, keine Ahnung, auf jeden Fall. UFO heißt ja unbekanntes Flugobjekt. Also man weiß es nicht. Wobei ich glaube, es gibt wirklich UFOs, es gibt menschengemachte UFOs und es gibt auch UFOs von Außerirdischen und es gibt auch UFOs, die einfach nur Zeitreisende sind oder die Dimensionswechsel machen und so weiter. Für mich ist nicht die Frage, ob es sie gibt, sondern für mich steht immer die Frage, wer sitzt drin? Ne? Wer ist das? Und das ist so eigentlich mein Gedanke dabei. Kann man jetzt wild rum spekulieren, ob es die dritte Macht gibt? Auch interessantes Thema. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Channeling, UFOs. Ja, wie soll ich sagen? Wenn ich meinen Augen traue und meinen Ohren traue und meinen Sinnen traue und dem traue, was ich fühle und was mir begegnet, dann muss ich nicht an irgendwas glauben, sondern entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Entweder ich habe die Gewissheit oder ich habe sie nicht. Und was ich erlebe und meinen Sinnen, muss ich selber wissen, inwieweit ich dem traue oder nicht. Oder wo ich hinterfrage, wo ich nicht hinterfrage. Sind das meine Gedanken? Ist das jetzt eine Wesenheit, die von mir Besitz ergreift? Oder ist das jetzt, erlebe ich das wirklich? Oder wie auch immer. Das muss jeder mit sich selbst abtun. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch einiges erfahren, was wir uns nicht vorstellen konnten oder
wo wir, ja, die Wahrheit wird ans Licht kommen oder so. Entweder es dauert noch oder es kommt relativ schnell. Schauen wir mal. Das sind meine Gedanken zum Thema Channeling. Und also am wirklich der Wahnsinn war diese eine Liebe. Das wünsche ich jedem. Jedem. Jeder sollte sowas erleben, weil dann musst du keinen überzeugen, dass die Liebe die größte Macht ist. Dann spürst du das. Und das würde so manchen Prozess in der Entwicklung auslösen. Das sollte jeder mal erleben. Ja, das ist jetzt erstmal genug. Fotos habe ich schon mal geguckt, aber ich muss da noch ein paar alte Festplatten vorkramen. Ich habe noch nicht so... Na, das ist ja alles... Ach, 10, 15 Jahre her. Ich muss da ein bisschen rumkramen, wo ich die Fotos habe. Diese Originalfotos, die noch nicht bearbeitet sind. Die anderen sind alle kleiner reduziert und dann sieht man das nicht so richtig. Und muss da schon gucken, wo ich die Originalfotos habe. Kleine Filmchen habe ich entdeckt, die wir damals gemacht haben in Madagaskar. Ja, ich muss da noch ein bisschen suchen. Also habt Geduld. Und jetzt mache ich erstmal Schluss. Und ja. Bye, 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 bye. Einen schönen Montag. Es ist jetzt 10.11 Uhr. Ich lege mich nachher noch mal hin. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht viel Kraft. Ich habe nicht viel Kraft. Und wenn ich das so sage, gebe ich schon wieder meinem Gin in der Flasche den Befehl, dass ich nicht viel Kraft habe. Ich muss an meinen Gedanken arbeiten. Ich darf sowas nicht sagen, weil das ist schon wieder ein Befehl an meinen Körper. Du hast nicht viel Kraft. Ja? Das ist immer irgendwie, das ist uns so anprogrammiert und anerzogen, dass wir halt diese Gedanken immer wieder zulassen. Ja? Scheiß drauf. Natürlich habe ich die Kraft. Ja? Positiv. Positiv. So, liebe Leute, genug gelabert für heute. Bye bye. Bye bye. Viele Grüße aus der Sonne. Wir haben 20 Grad und heute Nacht wahrscheinlich wieder nur 9 Grad oder so. Also ist schon schön. So, gehabt euch wohl und seid gesegnet und ganz viele liebe Grüße und ich wünsche euch jedem euren persönlichen Eimer voller Liebe. Schaut mal öfter in den Himmel, sehr interessant. Da gibt es noch ganz große Themen, die man besprechen kann. Und für heute soll es aber genug sein. Ist anstrengend für mich, ich lege mich dann mal wieder hin. Und tschüss und winke winke.